kurz bevor das heidnische Jahr 2018 sich dem Ende neigt, möchte ich nochmal kurz auf den Ursprung von Silvester eingehen, da viele nicht wissen, warum wir Silvester feiern bzw. woher der Name und die Bräuche von Silvester kommen. Der Name Silvester geht zurück auf Papst Silvester I., der von 314 bis 335 Papst und Bischof von Rom gewesen ist und deren Pontifikat 21 Jahre, 11 Monate und ein Tag dauerte. Außerdem wird über Papst Silvester Folgendes berichtet. Papst Silvester starb am 31. Dezember des Jahres 335. Silvester war der erste heilige Papst, der nicht das Martyrium erlitt. Sein Gedenktag wird von der römisch-katholischen Kirche an seinem Todestag, nämlich dem 31. Dezember, gefeiert. Dieser Tag wird deshalb allgemein Silvester genannt. Silvester ist auch der Schutzpatron der Haustiere und wird um eine gute Futterernte und ein gutes neues Jahr angerufen. Wir feiern also Silvester unter anderem deswegen, weil Papst Silvester am 31. Dezember gestorben ist, weswegen man dem heidnischen Jahreswechsel nach ihm benannte. Auch den Vatikan gäbe es ohne Papst Silvester wohl nicht in der Form, wie wir ihn heute in Rom kennen. So heißt es in einem Artikel vom 30. Dezember des Jahres 2017. Papst Silvester ist Patron des Jahreswechsels. Diesem Vorgänger hat Papst Franziskus viel zu verdanken. Ohne Papst Silvester, der am 31. Dezember 335 starb und dem letzten Tag des Jahres seinen Namen gab, gäbe es den Vatikan nicht. Zumindest nicht als Staat. Denn Papst Silvester wird zugeschrieben, dass er Kaiser Konstantin überredete, der jungen Kirche Jesu Christi die Enklave rund um die Grablegung des heiligen Petrus zu übereignen. Der heutige Vatikan hat also Papst Silvester einiges zu verdanken, weswegen es interessant ist, sich die Übersetzung des Wortes Vatikan genauer anzuschauen, denn das Wort Vatikan besteht aus den beiden Worten Fates, was so viel wie Wahrsager bedeutet, und Kan, was übersetzt Schlange heißt. Daher bedeutet das Wort Vatikan so viel wie wahrsagende Schlange, was uns nicht an Jesus erinnert, sondern eher an die alte Schlange, nämlich Satan, den Teufel. Und so wie Jesus oft mit einer Sonnenscheibe über seinem Kopf dargestellt wird, so wird auch Papst Silvester oft mit diesem Sonnenkult-Symbol abgebildet. Außerdem sehen wir auf einigen Bildern oder in Statuen, wie Silvester okkulte Handzeichen macht, die wir bereits von Baphomet kennen, einer okkulten Gestalt, die ebenfalls nichts mit Jesus zu tun hat, aber dafür sehr viel mit dem heidnischen Okkultismus. Schauen wir uns mal an, was der Name Silvester zu bedeuten hat. So wurde am 31. Dezember 2017 berichtet, Silvester leitet sich genauso wie der weibliche Vorname Silvia von dem lateinischen Wort Silva ab, was Wald bedeutet. Man kann Silvester mit Waldmensch oder der dem Wald zugehörige übersetzen. Der Wald bzw. Waldmenschen haben jetzt nichts mit Okkultismus direkt zu tun, aber wenn wir schon mal bei der Bedeutung von Namen sind, wie eben bei der Bedeutung des Vatikan, dachte ich mir, dass es vielleicht angebracht wäre, sich die Bedeutung des Wortes Silvester mal genauer zu betrachten. Wir wissen, dass am 31. Dezember, so wie bereits Tage zuvor und Tage danach, viel Lärm um nichts gemacht wird, nämlich wenn die Menschen Böller und Raketen zünden, was einen Heidenlärm verursacht. Schauen wir mal, worauf diese heidnische Tradition unter anderem zurückgeht. So heißt es ebenfalls in einem Bericht vom 31. Dezember 2017. Die Germanen fürchteten die Silvesternacht und veranstalteten deshalb selbst ein Höllenspektakel. Jeder machte so viel Lärm, wie er nur konnte. Sie zündeten Holzräder an, die sie brennend ins Tal rollen ließen, um die Dunkelheit und die bösen Geister zu vertreiben. Von diesem Kult stammen die heutigen Traditionen, in der Silvesternacht Böller und Feuerwerkskörper zu zünden. Und diese germanische Tradition wird auch heute noch in Deutschland praktiziert, so wird allein in Deutschland jährlich etwa 100 Millionen Euro für Raketen und andere Böller ausgegeben, was ich für eine pure Geldverschwendung halte. Außerdem sind die Bräuche der Heiden laut Jeremia 10 Vers 3 nichtig und für uns Christen nicht von Bedeutung, da wir Gottes Gebote den heidnischen Traditionen und Bräuchen natürlich vorziehen. So sagte auch Jesus in Matthäus 15 ab Vers 6, und so habt auch ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben, ihr Heuchler. Treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind.
Zusammengefasst könnte man also sagen, dass nicht nur der Name Silvester auf einen Papst zurückgeht, der Kaiser Konstantin getauft haben soll, sondern dass die Traditionen von Silvester ebenfalls heidnischen Ursprung haben, genauso wie laut Bibel das Jahr nicht am 31. Dezember anfängt, weswegen wir also heute etwas feiern, was niemand in der Bibel gefeiert hat und niemand mehr im Königreich Gottes auf Erden feiern wird, denn man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, weswegen wir als Christen den Geboten Gottes treu sein sollten und die heidnischen Bräuche und Traditionen lieber abschaffen sollten, egal ob es um den Weihnachtsmann geht, um den Osterhasen, um den Halloween-Kürbis, die Sonntagsheiligung oder eben auch Silvester.